Stadtratskollegen begrüßen, der vielleicht eben untergegangen ist, und zwar mein Kollege von der FDP, Michael Matar, und die Claudia Stamm, Landtagskandidatin von den Grünen, und die Martina Neubauer sind auch da. Herzlich willkommen. Ja, wenn wir nächstes Jahr in Kiew genauso viele sind, so viele sind und so bunt ist, dann würde ich mich sehr freuen. Wir arbeiten daran und ich denke, wir können das auch hinbekommen. Ich war letztes Jahr 2012 zum ersten Mal in Kiew mit Sascha Hübner aus dem Sub, wir beide, und ihr habt das sicher alle mitbekommen. Es ist uns nicht gelungen, den CSD, die Parade dort durchzuführen. Sie musste abgesagt werden, weil einfach die Sicherheit nicht gewährleistet werden konnte. Warum nicht? Weil die Polizei, die zwar präsent war, in keinster Weise gewillt war, uns zu schützen. Wir wären diesem rechten Mob total ausgeliefert gewesen. Und es war dann in der Tat so, als wir den Platz verlassen haben, kamen uns 1000 Gegendemonstranten entgegen, Rechtsradikale, Ultrareligiöse mit Kreuzen und Kosaken. Und das war eine sehr schwierige Situation, aber gerade für unsere Freundinnen und Freunde, sie waren völlig verzweifelt. Was ist danach passiert? Danach ist in München eine Szenepartnerschaft München-Kiew entstanden, die so großartig ist, die so engagiert ist, auf die ich so unglaublich stolz bin. Das ist wirklich einfach ganz, ganz klasse. Wir waren dann im Jahr, jetzt dieses Jahr 2013, mit 20 aus der Munich-Kiew-Quergruppe wieder in Kiew beim CSD, und es gab eine Stadtratsdelegation. Ich war auch dabei, Herr Monatseder war dabei und ein SPD-Kollege war mit dabei. Und es gab eine große internationale Präsenz. Die deutsche Botschaft ist mitgelaufen, die niederländische Botschaft ist mitgelaufen. Und diese internationale Präsenz, und ich glaube auch die starke Präsenz von München, hat dazu geführt, dass die Sicherheit wirklich dieses Mal gewährleistet wurde und man es mal noch wollte, dass diese Sicherheit gewährleistet werden konnte. Natürlich kann man das nicht vergleichen mit einem CSD in München. Wir wurden mit Polizeibussen aus der Stadt rausgefahren und dort abgeladen und hatten eine kurze Strecke von 200 Metern, die wir abgelaufen sind. Aber für unsere Freundinnen und Freunde in Kiew und der Ukraine war das ein Riesenerfolg. Es war ein Riesenerfolg und daran müssen wir weiterarbeiten und das werden wir auch tun. Und ich bin mir sicher, wir werden auch nächstes Jahr wieder in Kiew sein. Heute geht es um Russland. Thomas Lechner hat es schon gesagt und die Barbara, die Situation in Russland ist dramatisch, sie ist hochdramatisch. Und deswegen brauchen wir die internationalen Proteste. Die sind stark, die sind groß. Überall auf der Welt gehen die LGBTs auf die Straße und protestieren gegen die Politik von Putin. Das ist wichtig, das ist gut, das ist ganz hervorragend. Das ist, weil es geht, und das muss man immer wieder auch mal sagen, es geht hier um Menschenrechte. Das, was in Russland passiert, das, was auch in vielen anderen Ländern passiert, das sind Menschenrechtsverletzungen. Es sind schlicht und ergreifend Menschenrechtsverletzungen. Und dafür stehen wir auf, dafür stehen wir auf, und wir lassen uns auch nicht mehr sagen, es geht um ein bisschen Pillepalle, um ein paar Sonderrechte, sondern wir fordern unsere Menschenrechte weltweit ein. Aber wir sind auch hier in München, in Deutschland, nicht nur sicher. Und ich möchte schon zwei Sätze dazu sagen. Im November findet in Deutschland eine Konferenz statt, eine Kompaktkonferenz mit dem Titel „Werden Europas Völker abgeschafft?". Bei dieser Konferenz tritt auf eine Abgeordnete, Mandatsträgerin aus Frankreich, die maßgeblich die Proteste gegen die sogenannte Homo-Ehe mitorganisiert hat. Es tritt auf russische Duma-Abgeordnete, die berichten über die Familienpolitik Putins. Ja, geht's noch? Und mittendrin in diesem Sammelsurium von homophoben Menschenhassern, so hat es Volker Beck genannt und so kann man es auch nicht anders nennen, ist leider Gottes auch jemand, der sehr gut bekannt ist, nämlich Norbert Geis von der CDU. Und auch für die, auch hier, auch da sagen wir, und ich hoffe, dass wir hier heute alle sagen, wir werden dafür sorgen, dass ihr keinen Erfolg habt. Weder heute noch in Zukunft mit euren ewig gestrigen homophoben Sumpf. Ich möchte euch danken. Ich möchte euch danken, dass ihr da seid
und einladen, mitzumachen beim Munich Kiew Queer. Es lohnt sich, es ist wichtig, weil gerade Russland, Weißrussland, die baltischen Staaten, die schauen nicht darauf, was passiert in München, was passiert in Deutschland, was passiert in Warschau, sondern sie schauen darauf, was passiert in Kiew. Und dieser Einsatz für Menschenrechte, diese Solidarität kann in die Region oder wird in die Region auch ausstrahlen. Deswegen umso wichtiger, dass ihr mitmacht und dass ihr heute da seid. Vielen, vielen Dank und euch allen einen schönen Nachmittag und viel Erfolg. Danke. Applaus